Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu, ja, dem ersten Angespielt-Format und zwar mit dem Arms Trade Tycoon Tanks. Ungewöhnliches Spiel für mich, eine Wirtschaftssimulation, aber der Bezug Panzer, der ist ja da und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich schon, ja, sehr interessiert, wie so ein Tycoon-Spiel in dem Metier funktioniert und ja, wer das Preview-Video nicht gesehen hat, kann sich vielleicht nochmal angucken. Es sind ein paar wertvolle Informationen drin. Hier werden wir jetzt einfach mal die Demo einfach mal durchspielen. Wir fangen an. Historical Mode. Derzeit, ihr könnt es jetzt hier sehen, ist eine Nation freigeschaltet. Es sind die Briten, Großbritannien und später werden natürlich dann auch Deutschland, Frankreich, USA und die UdSSR mit dabei sein. Wir gehen jetzt hier auf Großbritannien. So, Britain was the first country to invent the tank and since then was among the leaders in tank design. Also, Britannien war eine der ersten Länder, die den Tank, den Panzer erfunden haben und sind seitdem auch irgendwo führend in der Rolle als Panzerdesigner. Ich glaube mal, das alles müssen wir jetzt hier nicht unbedingt vorlesen, denn die Demo geht auch gar nicht so weit. Wir gehen jetzt hier noch in die 20er Jahre, geht natürlich auch später noch das Spiel in die 40er Jahre, aber ich denke mal, schaue ich gerade, ob mir meine Aufnahme läuft. Das ist nicht so wichtig. Wir wählen mal als Schwierigkeit Entrepreneur, also mittlere Schwierigkeitsgrad, das ist so das, wo ich mich eigentlich immer mit am wohlsten fühle und eigentlich die meisten Spiele dann auch spiele. Hier kann man auch sehen, hier deutsche Nation, welcome to the demo. Das machen wir auch. Ganz wichtig, was hier jetzt noch mit drin steht und das solltet ihr auch bitte im Hinterkopf behalten. Die Demo ist natürlich A nicht final, ja, da fehlt noch jede Menge, das werden wir schon sehen und vor allem ist sie eins, die Zeit ist komprimiert und die Events und sowas finden zu Zeitpunkten statt, wo sie in der Realität nicht stattgefunden haben. Das wird im fertigen Spiel natürlich anders sein. Wir werden es gleich sehen, wir starten in 1914 und bringen auch schon den ersten Panzer 1914 auf die Schlachtfelder. Ich glaube, die ersten Panzer, die damals aufgetaucht sind, waren 1916, das heißt, wir sehen auch hier schon, dass bei einer Komprimierung stattgefunden hat. Der Entwickler hat auch ganz klar gesagt, dass die Demo jetzt einfach dafür da ist, in einem kurzen Zeitraum möglichst viel zeigen und abbilden zu können. Deswegen ist der Krieg ein bisschen gestrafft, deswegen sind die Produktionszeiten zum Beispiel deutlich kürzer. Wir werdet es sehen, also wir können relativ schnell erforschen und relativ schnell produzieren. Und das für den Hinterkopf, also das wird sich im finalen Spiel natürlich sich an den echten historischen Daten orientieren und auch sicherlich ja, wesentlich realistischer rüberkommen. Hier ist alles ein bisschen zusammengedampft. Player Name, nehmen wir natürlich meinen normalen Namen, Alexander Beck. Company Name nennen wir HG Arms für Hobby General Arms. Und ich glaube mal als Logo nehmen wir auch hier den Löwen. Safe. Tutorial ist mir natürlich auch mit dabei, kennt ihr ja, können wir weglassen. In dem Fall bin ich das Tutorial. Skip the Tutorial, yes. Gut. Das ist also unsere Panzerfabrik, die haben wir von unserem werten Vater geerbt. Und wir haben es jetzt 1. April 1914. Und um Panzer an den Mann zu bringen, müssen wir anfangen beim Research, also in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Wir können es hier schon sehen, es sind einige Dinge, Building Overview, Firepower Workshop, Structure Workshop, Mobility Workshops, die sind alle in der Demo nicht verfügbar. Hier ist lediglich die Research Line, also die Forschungsabteilung oder Forschungslinie 1. Und hier kann man es jetzt auch sehen, das Ganze, die Forschung erfolgt anhand ja, von verschiedenen Tech Trees, ist bekannt aus ja, unzähligen Spielen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe hier die Möglichkeit zu forschen im Bereich Struktur, Mobilität und Feuerkraft. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir anfangen. Entwickelt worden ist die Revetted Rhombodial Hull. Das ist die von dem Mark I. Ihr seht es hier oben. Die ist schon bereits erforscht und wir haben Zugriff auf die Komponenten Mark I Hülle, Tailwheel, also hier hinten dieses Laufrad. Dann eine Montierung oder eine Möglichkeit, unsere Maschinengewehre anzubringen. Eine Fluchtluke und für die Crew gibt es eine Face Mask, die wir quasi erforscht haben. Und jetzt muss ich mich entscheiden, wohin ich weiter erforschen will. Entweder ein Reinforced Hull Frame. Da oben kann man sehen, was das für Modifikationen bringen könnte, die ich dann später auch einsetzen kann. Chicken Wire, also hier so ein Drahtnetz, um Handgranaten abzuwehren. Dann hier eine Signalanlage für Lichtzeichen und so weiter und so fort. Aber ich muss jetzt mal überlegen, womit wir anfangen. Ich finde eigentlich die Engine, Firepower. Wir gehen zuerst mal auf die Sekundärbewaffnung. Das weiß ich jetzt natürlich, weil ich die Demo schon zweimal gespielt habe. Und ich möchte meine Panzer möglichst am Anfang mit sehr starken Maschinengewehren ausrüsten, denn die ersten Panzer werden auf alle Fälle Infanterie-Unterstützungspanzer sein. Und deswegen fangen wir damit an. Close-In-Defense ist bereits erforscht. Lightside Feed MG, also ein leichtes Maschinengewehr für die Seiten. Ich kann mir hier natürlich jetzt auch die einzelnen
Beschreibungen angucken, auch durchaus sehr interessant. Also steht ein bisschen was zur Entwicklung. Ich habe es jetzt noch nicht verglichen, inwieweit es tatsächlich auch mit historischen Daten und so übereinstimmt. Aber ich sag mal so, aus der puren Luft haben sich die Informationen nicht gegriffen. Da wird schon das eine oder andere mit dabei sein. Man kann jetzt hier auch ganz gut sehen, dass das Ganze hier auf dem Attributesystem basiert. Wir können also hier sehen, dass wir die Attribute Soft Accuracy und Soft Range und Soft Rate of Fire, also da geht es quasi um Weichziele, dass wir 5 Punkte quasi bekommen auf die Genauigkeit, 4 Punkte auf die Entfernung und auf Rate of Fire, das heißt die Feuergeschwindigkeit ebenfalls 5 Punkte. Und so setzt sich dann nachher, ja, ich sag mal, am Ende das Design komplett zusammen. Wir erforschen jetzt mal das Hotchkiss MLI 1909. Oder Moment, ich möchte eigentlich ganz gerne hier zu dem Vickers MG kommen. Das heißt, wir werden zuerst das Light Top Feed MG erforschen, das Lewis MG. Sehen jetzt hier auch schon genauer als das leichte Maschinengewehr, größere Reichweite, höhere Feuerrate und auch einen größeren Schaden. Und da unten haben wir natürlich noch einige andere weitere Werte, wie das Aiming für die Crew ist, wie der Komfort ist, auch durchaus wichtig. Kommen wir auch später noch dazu. Gut, erforschen wir das mal. Ah, da fällt mir ein. Wir sollten vielleicht zuerst noch in die Administration gehen. Hier ist unser Verwaltungsgebäude und da kommen wir nachher auch noch mehr darauf zu sprechen. Wir werden uns jetzt erstmal hier 2 Leute einstellen. Und zwar, beziehungsweise erstmal einen, den Eustache Tennyson Devincourt. Jetzt hier ein paar Infos mit einer Biografie. Die müssen wir uns jetzt nicht unbedingt durchlesen. Und wir sehen hier, dass er Hull Adept und Turret Adept ist, Primary Weapon Adept und Secondary Weapon Adept. Das heißt, dass er in den Bereichen und hier auch, man sieht es daran, in der Forschung bringt uns was. Und deswegen werden wir noch einstellen. Employ, jawohl. Und setzen ihn auch direkt hier im Research Center ein. Employed Add. Dann ist er mit drin und gibt mir im Prinzip dann auf die Forschung gewisse Boni, ja, dass die Forschung eben schneller geht, vielleicht auch besser abläuft und so weiter und so fort. Wir werden, ja, ich bin am Überlegen, ich könnte in der Administration eventuell noch der William Ashby, der ist recht gut, man sieht es hier, Personal Focus 10, das heißt, über den verringern sich die Gehälter so ein bisschen, er hat auch mehr Chancen, später mit den Gewerkschaften zu verhandeln. Da es in dem Monat nicht so weit kommt, werde ich mir den wahrscheinlich erstmal sparen, den werde ich mir erst einkaufen, wenn es darum geht, oder anstellen, wenn es darum geht, die Panzer zu produzieren, denn er bekommt, hat 25 Punkte in Assembly Expert. Das heißt, er ist sehr, sehr wertvoll, um ihn in unseren Werkshallen einzusetzen als Chef dort und dort die Qualität und vor allem auch die Geschwindigkeit der Produktion dort auch zu erhöhen. Aber der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht ganz so gering, deswegen lasst man den jetzt erstmal raus. Der ist nämlich sehr, sehr teuer und wenn ich pleite bin, obwohl ich hier oben noch 185.000 Pfund habe, nur so viel, das kann recht schnell weg sein. Gut, ich wollte noch einstellen, wir haben derzeit 15 Ingenieure. Ich werde die Zahl mal erhöhen auf 40, das heißt, wir nehmen noch 25 mit rein. Wir werden es auch gleich sehen. Ja, unsere Personalkosten sind jetzt hier von 3.000 auf 5.000 gestiegen, aber das ist soweit gut. Genau, die weiteren Mechaniken kann ich dann auch immer erklären, wenn wir noch im Spiel sind. Das heißt, wir gehen jetzt in unseren Research, in unsere Forschung und forschen jetzt zuerst hier Firepower, nee, Secondary Guns, das Lewis MG. Ich setze jetzt hier sämtliche Forscher an, sämtliche Ingenieure. Ich frage mich jetzt nur gerade, warum man nicht starten will. Ach, den habe ich schon erforscht. Entschuldigung, Clown, ist der Haken. Dann mach mal Barrel Life Improvement. Forschungszeit 1700 Stunden. Wie gesagt, das geht relativ schnell. Das wird in der finalen Version sicherlich nicht der Fall sein, sonst entwickelt man einfach deutlich zu schnell. Was bringt uns das? Wir sehen es hier oben. Bringt uns Verlässlichkeit für die Geschütze und auch die Accuracy steigt. Wir haben jetzt mal erforschen, denn ich möchte den Tech Tree hier bis hinten eigentlich durch erforschen. Aber machen wir doch lieber Gun Crew. Hier Auffangbehälter für Munitionshülsen. Dann eine abnehmbare Schulterstütze. Und einen Flash Suppressor, also einen, wie nennt man das auf Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Erforscht mal das. 40 Mann, Start. Jawohl. Ich kann den Auftrag auch nicht mehr ändern. Das heißt, wenn die forschen, dann müssen sie das Ganze erstmal zu Ende forschen. Und dann kann man hier unten die Zeit ablaufen lassen. Hier sieht man später auch, ich kann die Zeit hier verändern natürlich. Doppelt so schnell, fünffach so schnell, zehnfach so schnell. Doppelt so schnell reicht für die Demo aus, denn die Zeiten der Entwicklung sind relativ
kurz. So, Research completed. Die Gun Crew ist erforscht. Das ist gut. Und dann machen wir nämlich jetzt gleich weiter. Hier mit dem Heavyside Feed MG, die Vickers MG. Steht da drin, wann das in echt erfunden worden ist? Nee. Und hier können wir auch schon sehen, deutlich verbesserte Werte. Genauigkeit 8, Range 8. Dann Rate of Fire ist ein bisschen runtergegangen, ist ein bisschen langsamer. Aber hier das Soft Damage bei 7, bei den anderen MGs waren es bei 3 und bei 4. Also bringt uns auf alle Fälle mächtig Feuerkraft. Setzt mal wieder 40 Leute drauf an. 7 Tage, hier unten sehen wir es, wird das Ganze dauern. Gut, können wir auch gleich die Zeit wieder beschleunigen. WFC Company established. William Foster Company or Fosters of Lincoln is a well-established and reputable company that has recently moved its production base to Wellington. Also eine neue Firma, die nach Wellington gezogen ist oder dort umgezogen ist. Die haben vorher Landwirtschaftsmaschinen hergestellt und haben jetzt angekündigt, dass sie auch in die Produktion und in die Produktion von Panzern einsteigen möchten. Wir erwarten einen schweren Gegner hier, beziehungsweise einen schweren Mitbewerber. So, können wir doch mal reingucken. Wir sehen jetzt hier auch schon, was die Firma so zu liefern hat. Ein Score von 48, das hier oben ist die, hier mal die Reputation. Unsere Reputation ist bei 0, dem bei 16, 130 Angestellte. Nicht schlecht, wir haben gerade mal 80. Technologien haben sie 9 erforscht, wir 8. Und ja, die werden natürlich, die kämpfen mit uns um die Aufträge, die es dann hoffentlich später noch geben wird. So, jetzt ist mir das Wort auch wieder eingefallen, Mündungsfeuerdämpfer. Dafür, danach habe ich gesucht, oh Gott, wie habe ich das gehasst, davon diese Hülse reinzufrimmeln beim G3. Resource prices decreased. Also, der Markt, momentan sind die Preise um 30% gefallen. Und der Tipp hier unten gibt uns zu verstehen, dass es jetzt ganz günstig wäre, unser Warenlager ein bisschen aufzustocken. Dann gehen wir da mal rein. Hier ist das Material Storage. Und wir sehen jetzt hier oben, wir haben 1, 2, 3, 4, wir haben 9 verschiedene Komponenten, die wir benötigen, um unsere Panzer später zu fertigen. Ich weiß jetzt schon aus Erfahrung, dass für die ersten Tanks oder Panzer wir vor allem High Carbon Steel brauchen und Medium Carbon Steel. Das sind Sachen, die ich einkaufen kann. Wir haben momentan eine Lagerkapazität von 45.000. Jetzt schauen wir gerade mal rein. Wir haben Medium Carbon Steel 10.000 in Stock. Und wir werden es jetzt hier in China, günstigster Preis. Allerdings, man kann es hier sehen, Safety 71%. Kann gut sein, dass wir 29% der bestellten Lieferung oder Ladung gar nicht bekommen. Und es dauert auch relativ lang. Manchmal muss man einfach auch teure Angebote nehmen, einfach weil es schnell gehen muss, damit man Ressourcen wieder da hat. Wir werden jetzt hier, was werden wir da aufkaufen? Machen wir mal 5.000. Wird uns 5.000, dann sind wir bei 39.000, jawohl. Und dann kaufen wir auch gleich noch hier den High Carbon Steel. Auch hier noch zum günstigsten Preis, da kaufen wir gleich alles ein, weil es so schön günstig ist. Und was auch nicht schadet, ist Eisen. Ich werde da schon mal 1.000, hier können wir bloß 600 bestellen. Nehmen wir mal mit. Und dann werden wir jetzt auch hier gleich sehen, genau, in 8 Tagen kommt das erste Shipment und in 8 Tagen das zweite und in 10 kommt dann Eisen an. Ich drücke wieder mal auf Start. Ein weiterer Rivale, die Rival Companies. Also natürlich heißt die Firma nicht Rival Companies. WFC, die sind gerade dabei, dass sie Angestellte einstellen. Boah, plus 127. Das ist natürlich eine Menge. Wir müssen mal aufpassen, dass die uns später nicht zu viel Personal abgraben. Aber ich bin momentan noch so weit, dass ich versuche, die Personalkosten klein zu halten. So, das Heavyside Feed MG ist mittlerweile auch fertig und wir werden jetzt hier erstmal uns auf die Forschung verlegen. Und zwar Turm. Genau, das ist das nächste, was wir forschen. Riveted Sloped Sponsoon. Viele englische Begriffe hier. Bin mal gespannt, in der deutschen Version wird es sicherlich geben. Sponsoon sagt mir jetzt nichts. Auf alle Fälle geht es jetzt darum, dass wir hier den Female MK1 Turm, die hatten ja 2 Seitentürme, forschen können. Dazu gibt es noch eine Fluchtluke für den Turm und diesen Dawson Mount, wo die Maschinengewehre angebracht werden können. Und das ist das nächste, was wir forschen werden, denn das weiß ich jetzt aus Erfahrung. Das erste, was die Briten wollen, ist ein Infanterieunterstützungspanzer mit einer Maschinengewehrbewaffnung. Und die können wir natürlich mit diesem Turm, der jeweils 2 Öffnungen dann haben wird, gut bedienen. Ist auch schnell geforscht in 2 Tagen.
und Riveted Sloped Sponsoon ist fertig. Jetzt schauen wir mal, wo wir weiter forschen. Tempered Steel Plates erhöht auf alle Fälle die Frontpanzerung vorne und hinten und an den Seiten und oben. Und ihr seht ja auch schon, das Spiel basiert jetzt nicht irgendwie auf echten ballistischen Berechnungen oder sowas, dass irgendwelche Geschosse mit bestimmten Winkel irgendwelche Panzerung durchschlagen. Hier werden im Prinzip dann auch in den Geschlachten dann Werte miteinander verglichen, ein bisschen gewürfelt und so kommt das Ergebnis dann zustande. Ich würde sagen, wir machen das, wir forschen gleich mal hier, dass wir unseren Panzer ein wenig besser schützen können. Das ist das nächste, was wir forschen. So, das Landship-Komitee favorisiert Tanks. Wie gesagt, das sind jetzt so Meldungen, die müssten wahrscheinlich normalerweise später kommen. Wir gewinnen 5 Reputationen, da wir schon eine Panzerfabrikat sind. Und hier unten steht uns, following the work of the Landship Committee with the subsequent development and trials, finally tanks are recognized as a powerful weapon to be employed by the military. Also das Landship Committee ist zu dem Schluss gekommen, dass Panzer ein wertvolles Mittel für das Militär wären. Ushering in a new era of battle technology, a new market has opened for those who are resourceful and willing to seize the opportunity. The need for companies with applied engineers is increasing in order to provide the war machine with tanks. Make sure not to miss any lucrative tank contracts announced by this country. Das werden wir nicht machen, also sie sagen uns, dass Panzer bald benötigt werden. Wir sollen aufpassen, dass wir keinen wichtigen Vertrag verpassen, denn die nächste Forschung ist beendet und jetzt geht es darum, was forschen wir als nächstes. Ich gehe jetzt hier weiter auf Riveted Superstructure, denn da ist als Modifikationsweisen Periskope dabei, die erhöhen natürlich für die Kommandanten, beziehungsweise ist der Turm, dass die quasi aus den Luken auch besser rausschauen können, Periskop haben für die Rundumsicht. Außerdem haben wir hier verstärkte Bolzen und noch ein Rear Cap. Was sind das eigentlich? The Rail Structure halfway along the tank's roof. Ah, okay, das kommt aufs Dach oben mit drauf. Das forschen wir als nächstes. Wir setzen wieder unsere kompletten 40 Ingenieure ein. Und ich könnte natürlich jetzt auch zeitgleich hier bei uns im Engineering, da kommen wir dann gleich hin, schon mal Sachen von unseren Ingenieuren bearbeiten lassen. Aber der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht allzu wenig hier. Die ersten Materialien sind angekommen, 524 Eisen aus Russland geliefert. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also es ist schon für mich so ein bisschen hingedreht, dass die Personalkosten momentan gering sind und dementsprechend reichen mir erstmal 40 Ingenieure. So, haben wir das nächste erforscht. Jetzt geht es gerade weiter, Communication Devices, aber da sind wir schon ein bisschen später im Krieg, die werden wir jetzt noch nicht erforschen. Ich gehe jetzt nochmal hier auf die Hülle. Wir werden uns hier die Reinforced Hull Frame erforschen. Ah, der zweite Forschungsweg ist hier unten die Chaser Hull. Ihr seht schon, das ist hier oben für einen leichten Panzer das Design. Die brauche ich gerade momentan noch nicht, deswegen bleibe ich jetzt mal hier in der Forschungslinie oben. Setzt mal hier 40 Leute an. Ist dann auch schon in 2 Tagen erledigt. Das ist gut. So, ist bloß die Frage, wo geht's weiter? Ich glaube, das machen wir ganz einfach. 1600 Stunden. Tempered Steel Plates, wir sehen es hier oben. Die Dicke der Panzerung, Front, hinten an den Seiten, oben und am Boden wird damit verstärkt. Hört sich gut an. Ich gehe mal davon aus, dass das Militär auch ganz gerne Panzer hat, die einiges aushalten. Dementsprechend werden wir das noch verstärken und dann werden wir wahrscheinlich schon relativ bald. Tank Corps is formed, acknowledging the importance of tanks, the High Command has decided to separate all future tank regiments for the Machine Gun Corps and assign them to a dedicated corps with the official name of Tank Corps. From now on, you can expect development in doctrines and tactics, tank concept and formation of new tank regiments. Ultimately, all these developments will lead to new tank contracts for you and other manufacturers to win. Also, es wird ein Panzerkorps geformt. Wir werden uns das gleich sehen. Wir können da mal raufschauen. Hier eine kleine Übersicht, welche Nationen mit dabei sein werden. Derzeit kann ich jetzt nur hier draufklicken. Ihr seht schon, die sind natürlich momentan nicht available in der Demo. Deswegen bleiben wir jetzt hier in England. Und jetzt haben wir hier natürlich doch einige Informationen. Wir haben also Informationen über das Land allgemein, über die wirtschaftliche Ausrichtung, über das Militärbudget, dann die Reputation. Und dann wird es interessant. Hier bei dem Tank Corps, ihr seht schon,
Currently there is no agreement in the High Command on the role of tanks on the upcoming battlefields. Also die Briten haben zu dem Zeitpunkt noch keine Doktrin entwickelt, wie Panzer eingesetzt werden sollen. Das hat dann später Einfluss darauf, was für Panzer entwickelt werden. Ja, ob jetzt die Doktrin eher auf Geschwindigkeit und Feuerkraft geht oder wie auch immer. Derzeit noch keine Doktrin. Derzeit auch noch kein Panzerkonzept vorgeschlagen. Und hier bei den Regimentern, da werden die Panzer dann letztendlich verkauft, noch keins aufgestellt. Deswegen können wir da nichts machen. Ihr seht auch jetzt hier schon unten Tank Trophies, Holdings, also gibt es noch einige Sachen, die natürlich in der Vollversion dann mit enthalten sein werden. So, Temple Seatplates sind erforscht. Dann sind wir da ganz gut durch. Das heißt, unsere Hülle habe ich jetzt soweit erforscht, wie ich das haben möchte. Das passt. Unseren Turm, da bin ich noch am Überlegen. Nee, den Turm haben wir jetzt auch erforscht, wie es erstmal passt. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich mal auf die Mobility. Wir haben bereits den Daimler 6-Zylinder-Motor erforscht. Bei Sleeve Valve Engine. Und wir können jetzt hier entweder uns Abgasmanagement, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, Exhaust Management und Enhanced Power Output gehen. Ich gehe jetzt mal hier aufs Exhaust Management. Wir alle wissen ja, dass ja, die Panzer im Ersten Weltkrieg, gerade die frühen Panzer, die Crews hatten es am Anfang da echt nicht leicht. Da sind die Abgase direkt in die Wanne abgeflossen. Das heißt, in den Innenraum muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Drum werden wir jetzt hier schon mal einen Muffler, das heißt einen, ja, der dämpft die Geräusche ein bisschen und hier auch irgendwie Exhaust Manifold. Crew Comfort, ja genau, dass die Abgase nach außen geleitet werden und Gasmasken, ja gut. Werden wir das mal erforschen. 2 Tage, das geht auch wirklich schnell. So, Exhaust Management ist auch durch. Und ich glaube, das Prinzip hier hat sich doch jetzt, glaube ich, für alle, die zuschauen, recht gut erklärt, was hier Sinn und Zweck ist und wie das Ganze hier dann auch abläuft. Jetzt schauen wir, wo wir weiterhin gehen. Improved Power Transmission. Inline Engine, den Ricardo 6-Zylinder, den brauche ich noch nicht unbedingt, der ist noch zu stark. Ich würde fast sagen, wir gehen hier auf Forschung der Übersetzungen, eine elektrische Übersetzung, eine Planetenübersetzung, Planetengangschaltung nennt man das so. Final Drive, da fangen jetzt die Probleme an mit dem Englisch. Wir werden es forschen. Dürfte auch jetzt schnell gehen in 2 Tagen. Jawohl. Gut, Improved Power Transmission haben wir. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt schon mal ein, dass wir, und das ist der zweite Schritt, jetzt im Prinzip muss man sich jetzt vorstellen, dass jetzt eine grundlegende Forschung bei uns in der Forschungsabteilung entstanden ist. Das heißt, Konzepte überprüft, Blueprints gezeichnet und das Ganze geht jetzt zu unseren Ingenieuren, die daraus tatsächlich eine fertige Baugruppe formeln sollen. Und wir sehen jetzt auch hier schon, hier ist momentan nur Engineering bereit. Wir haben jetzt hier auch dann später in der Nicht-Internet-Demo-Version wird es Reverse Engineering geben. Das heißt, wenn wir Beutepanzer haben, dass wir den auseinandernehmen können und vielleicht Technologien dann auch benutzen können. Aber derzeit steht uns nur offen, dass wir selber unsere Baugruppen erforschen. Also erster Schritt, grundlegende Forschung. Zweiter Schritt, tatsächlich echte Baugruppen entwerfen. Und wir fangen jetzt an mit dem Mark I. Sehen Sie ja auch schon, das ist quasi die Hülle, die wir erforscht haben. Und da lässt sich jetzt auch schon ganz gut erkennen, ich bin jetzt hier nicht frei und kann hier komplett neue Panzer entwerfen, so wie es mir irgendwie vorschweben würde. Also ich kann jetzt nicht hier sitzen im Ersten Weltkrieg und den Tigerpanzer mal schnell erforschen, sondern ich bin an vorgegebene Modelle gebunden. Fand ich am Anfang nicht so gut, muss aber mittlerweile sagen, ich fand es dann doch ganz spannend. Und ja, ich weiß, natürlich sind die Komponenten, die es da jetzt gibt, nicht hundertprozentig historisch, aber es ist irgendwie, finde ich, für mich als Nicht-Panzerfabrikant, als Nicht-Techniker, doch irgendwie ganz interessant, so ein bisschen da zu forschen. Ja, verbesserte Motoren und dergleichen mehr und das ein bisschen zu machen, macht schon irgendwie Spaß. Wir können jetzt hier gucken, wir entwerfen jetzt hier quasi eine neue Baugruppe. Wir können hier eine Fluchtluke anbringen, machen wir sowieso. Wir können auch hier drüben auch gleich sehen, bringt uns zum Beispiel minus 1 bei der Dicke der Panzerung am Top, also oben. Es bringt plus 1 Crew-Komfort, es bringt plus 1 in der Awareness, das heißt, wie gut die Crew ihre Umgebung wahrnehmen kann und es bringt plus 2 für die Sicherheit. Und unten stehen auch noch die Kosten, also 35 Kilo wiegt das Ganze. Wir brauchen 5 von diesem Material, 20 Mannstunden werden fließen da rein und dann die Kosten der vierte Schrauben auf alle Fälle drauf. Tailwheel. Wisst ihr was? Aufs Tailwheel verzichte ich. Und zwar, wir können es jetzt hier schon sehen, das dient natürlich, zum einen hat es dafür gedient, Gräben zu überwinden, zum anderen, um dem ganzen Panzer beim Fahren ein bisschen Stabilität zu bekommen, dass der nicht so leicht ausbricht. Jedenfalls habe ich das Ganze so verstanden. Allerdings habe ich vor, dass ich ein neuartiges Laufwerk quasi zuerst erfinde. Das lassen wir mal weg.
Hier haben wir irgendwelche Belüftungssysteme, die man nicht erforscht. Schauen wir mal. Wir haben den Dirncourt Ball Mount. Das ist quasi die Aufhängung für unsere Maschinengewehre. Die können wir damit reinnehmen. Was haben wir noch erforscht? Ah ja, den Chicken Wire, den Hühnerkäfig, um Granaten abzuwehren. Und dann werden wir noch ein Periskop mit einbauen. Man sieht es, da drüben kann man es sehen. Ja, man sieht hier minus 1 bei Stealth. Das heißt, der Panzer ist natürlich leichter zu decken, aber immer, sind wir mal ernsthaft. So ein Panzer, ob der ein Periskop drauf hat oder nicht, vollkommen egal. Crew Awareness plus 2 und auch für die Safety ist so ein Periskop nicht schlecht. Die Schrauben mit drauf. Und wir haben jetzt hier noch keine internen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ich werde trotzdem sagen, wir werden das jetzt soweit forschen. Ich werde jetzt hier für 20 Ingenieure abstellen. Ah, haben wir noch Tech? Ah, das kommt noch dazu. Genau, wir haben ja auch noch Technologie erforscht. Tempered Steel Plates. Und zwar, wir sehen es hier unten auch. In der finalen Version gibt es dafür insgesamt 5 Plätze. Momentan habe ich nur einen. Das heißt, wenn ich hier mehrere Technologien erforsche, muss ich mich für einen entscheiden. Wir entscheiden es natürlich jetzt erstmal für die und können jetzt hiermit unsere Panzerung verstärken. Ich gehe jetzt mal, wie viele 10 Punkte haben wir insgesamt, oder? Ja. Ich verstärke jetzt mal die Frontpanzerung um 5. Die Seiten um 2. Das Dach, Topf 1. Dann machen wir die Seiten noch ein bisschen stärker. Damit sind die Punkte aufgebraucht und unser Panzer hat jetzt in den Stellen natürlich einfach mehr Panzerung. In 5 Tagen ist diese Baugruppe dann fertig und wir können die restlichen 20 Ingenieure auch noch einsetzen. Und zwar, da war ich ja gerade dabei, Running Gear, genau, das Laufwerk. Wenn ich jetzt 2 hier oben gehe, Whippet Running Gear, das ist für den kleinen leichten Panzer, da ich den momentan noch nicht entwickle, gehen wir auf Improved Track Pins. Man kann es jetzt hier sehen, was die bringen. Die Höhe von Hindernissen, also der Panzer kann damit höhere Hindernisse überwinden. Er kann eine steilere Steigung nehmen und er kann breitere Gräben überwinden. Das werden wir jetzt als nächstes forschen. Geht mit 20 Leuten, dauert es natürlich schon mal deutlich länger. Aber so entwickeln wir auf alle Fälle das Ganze parallel. So, der Samson ist auch wieder da. So. Jetzt geht's los. Heavy Infantry Support Concept adopted. A new tank concept has been adopted. Exact tank characteristics are to be revealed prior to upcoming tank trials. For the time being, our insiders could only learn the weight limitations and general tank characteristics that are believed to be prioritized. Prepare your prototype according to the known information and expect an announcement of corresponding experimental contract. Also, wir haben im Prinzip den Tipp erhalten, dass die Briten bald ein neues Panzerkonzept vorstellen, was sie haben möchten. Und wir haben momentan bloß so die groben Daten. Der Panzer soll nicht mehr als 28 Tonnen wiegen. Er soll möglichst auf Firepower Soft, wir sehen es jetzt hier, das heißt auf Weichziele ausgerichtet sein. In dem Fall ja Maschinengewehre, gehe ich jetzt mal davon aus. Der Panzer soll möglichst mobil sein und der Panzer soll auch gut geschützt sein. Und jetzt werden wir auch gleich hier sehen, dass im Prinzip hier das Konzept Doktrin ist immer noch nicht entwickelt, aber die Briten möchten jetzt zuerst. Und wir sind es hier auch noch ausgegraut. Es gibt also noch kein Referenzmodell. Da wird es dann also bald, und das hat uns gerade die Meldung auch gesagt, es wird bald eine Ausschreibung geben für diese Art von Panzer. Schauen wir mal. Engineering Project completed. Was haben wir denn jetzt da gemacht? Ah ja. Die Mark 1 Hülle haben wir jetzt erschaffen. Wir können es jetzt hier drüben sehen, unsere Komponente. Hier oben das Symbol, ich weiß nicht genau, was es ist. Ist es ein Schlüssel? Ich weiß es nicht. Wir haben bisher einen Hüllentyp von dieser Hülle gebaut. Wir können später, wenn ich weitere Sachen noch erforsche, hier noch weitere Hüllentypen bauen, dass ich jetzt halt noch andere Sachen damit ranschraube. Momentan ist eh nicht mehr erforscht. Also belassen wir es dabei. Wir haben schon am Motor geforscht. Wir nehmen jetzt also hier unsere 6-Zylinder Daimler-Maschine. Und schauen mal, was wir da jetzt schon dran schrauben können. Wir können einmal eine Bremse dran schrauben. Eine Handbremse. Die nehmen wir mit. Dann Exhaust Manifold. Ja, macht unser Motor zwar ein bisschen weniger verlässlich, aber der Crewkomfort steigt und auch die Awareness. Das schrauben wir mit rein. Dann haben wir noch den Muffler. Ja, wir sehen jetzt hier auch schon, Transportability leidet darunter. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, was für eine Besetzung wir reinbauen. Elektrische Transmission erhöht die Agility, also die Manövrierfähigkeit, erhöht die Geschwindigkeit im Gelände
und erhöht die Reichweite. Was haben wir denn hier noch? Plus 2 hier bei Agility, plus 1 bei Country Speed. Das ist die Repairability. Also zum Reparieren ist hier die Electric Transmission doch deutlich schwerer. Was ich ganz reizvoll finde, ist, dass die elektrische Übersetzung hier nur 115 Kilo wiegt, denn am Ende muss der Panzer natürlich auch gewissen Gewichtsspezifikationen standhalten. Was ist denn hier mit dem Planetengetriebe? Nee, wisst ihr was? Wir bauen den elektrische hier ein. 20 dauert 2 Tage zu entwickeln, das geht schnell. Improved Track Pins. Da wollte ich ja weiter forschen, denn ich möchte hier das Tadpole Running Gear, also das Tadpole Laufwerk erfinden, denn wir können es hier auch schon mal so grob sehen, das ist nach hinten deutlich länger gezogen. Ja, dadurch fällt mir nämlich hinten dieses Laufrad, nenne ich es jetzt mal, weg. Da würde ich ganz gerne hin, deswegen forschen wir es jetzt als nächstes. Das wird lange dauern hier. Track Durability, also wie lange die Ketten durchhalten oder das ganze Laufwerk durchhält, in 10 Tagen erst. Das ist natürlich doch deutlich länger. Nochmal zur Erinnerung, die Forschungszeiten werden in der finalen Version natürlich deutlich länger sein, denn wir bringen jetzt hier schon 1914 unseren ersten Panzer an den Start, wobei doch die ersten Panzer dann auch eigentlich erst 1916 zum Einsatz kamen. Es ist alles hier nur, um so ein bisschen Dramatik ins Spiel zu packen und in die Kürze der Demo. Finde ich gut gemacht vom Entwickler. So, unsere Daimler-Maschine ist auch schon erfunden. Sehr gut. Dann muss ich mal schauen, habe ich denn schon genügend geforscht für unsere Türme? Wir werden jetzt zuerst mal den Female MK1-Turm entwickeln. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, entweder eine Auswurfmöglichkeit, wir sehen es hier, für unsere verbrauchte Munition zu machen. Ich denke mal, das macht eher bei großen Geschützen Sinn. Oder eine Fluchtluke. Und alles mit seinen Vor- und Nachteilen. Das ist dann das, was später dann auch greift. Man muss die Panzer einfach nach den Wünschen des Militärs basteln und je nachdem, was für die gerade im Vordergrund steht, muss man sich dann auch entscheiden. Ich entscheide mich jetzt hier mal für die Sponsoon Door, also hier für die Ausgangsluke. Dann Escape Hatch hier oben noch. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, entweder den Ball Mount hier zu nehmen oder den Dawson Mount. Der Dawson Mount ist verlässlicher, schwerer zu reparieren, gibt aber der Crew plus 2 beim Zielen und plus 1 bei der Sicherheit. Und der normale Ballmount gibt uns Genauigkeit plus 1 auf Weichziele, Crew Aiming plus 1 und Awareness plus 2. Wisst ihr was? Wir werden uns den. Gute Frage, wisst ihr was? Boah, der Dawson Mount, 125 Kilo. Das ist natürlich echt viel. Ich entwickle jetzt erstmal einen etwas leichteres Modell. Muss nachher erstmal gucken. Dann haben wir hier noch verstärkte Bolzen. Die nehmen wir mit dazu. Und das war es tatsächlich auch jetzt erstmal hier mit dem Turm. 20 Mann. Dauert dann doch einiges an Zeit, bis man mal seinen ersten Panzer dann auch komplett durchgeforscht hat. So, das Engineering Project ist jetzt auch schon vorbei. Das heißt, wir können uns jetzt dran machen, dass wir die Sekundärbewaffnung, da haben wir das Vickers. Das haben wir schon erfunden. Und da könnten wir jetzt rein. Okay. Wasserkühlung. Hier ist auch eine Wasserkühlung, aber die ist nicht ganz so effektiv. Was haben wir denn hier? Rate of Fire steigert sich bei Pleiden auf plus 5. Ist ja was? Wir nehmen das hier. Ah, wir können sogar beide reinschrauben. Das ist gut. Wir müssen mal schauen, wie es im Gewicht ist. Dann hier Auffangbehälter für Munition, gibt uns plus 3 beim Komfort, plus 1 für Sicherheit. Allerdings wird das Zielen wohl etwas schwieriger, sie können nicht mehr so gut zielen. Mit dem einklappbaren Stock, mit dem einklappbaren Schulterstütze können sie besser zielen und der Komfort steigt. Wir nehmen den Detachable Stock. Ah ja, jetzt werde ich auch schon gewarnt, dass wahrscheinlich das alles ein bisschen schwer ist, was ich hier drin habe. Da ist die Frage, was wir rausnehmen. 7 Kilo, 10 Kilo. Ich nehme mal hier die 7 Kilo raus. Damit scheinen wir im Rahmen zu liegen. Dann werden wir unser Vickers hier mit den kleinen Modifikationen mal so erforschen. Gut, würde ich sagen, lass mal noch eine Sache durchlaufen. So, das Vickers MG ist auch erforscht. Ja. Dann fehlen uns noch Turmhammer, Secondary Hammer, die Power Unit.
Da forsche ich aber gerade an irgendwas, oder? Nee, wir forschen gerade am... Ah, die hab ich ja schon entwickelt. Zwei sogar schon, sehe ich gerade. Hier haben wir einen entwickelt. Lewis MG. Ah, wir können hier noch dieses Rear Cap, können wir noch ein bisschen aufpimpen. Escape Hatch dran. Versteckte Bolzen. Sieht schon, so viel haben wir jetzt also nicht. Oh nein, ich habe ein paar Sachen vergessen. Den Detect-Stufe habe ich vergessen. Macht nichts. Können wir gleich noch nachholen. Typisch, typisch. Das ist tatsächlich eins der Features, auf die ich erst relativ spät gekommen bin. Jetzt muss ich nochmal schauen. Gehen wir nochmal rein. Wir müssen nochmal Forschung zum Turm rein. Jetzt haben wir gesagt, das hier, das da. Front Mount Reinforced. So, und wir haben hier noch Technologie, die wir einsetzen können. Und zwar auch Verstärkung der, ja, der Panzerungsdicke. Ich gehe wieder 3 Front, 2 hinten, 3 an den Seiten. Ah, mehr geht gar nicht, dann nehmen wir da noch einen weg. So, dann haben wir jetzt da quasi eine neue Version erforscht, wenn wir damit durch sind. Und die kommt dann auch zum Einsatz. Gut. Und wir können dann später wählen zwischen unserem ersten Design, unserem zweiten Design oder unserem 100. Design, je nachdem, wie viel wir dann haben. Ja, wir werden jetzt relativ bald dazu kommen, dass wir unseren Panzer auch erstmal zusammenschrauben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen dran gefunden und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne in der nächsten Folge mit reingucken. Ich würde mal tippen, dass dieses Angespielt so 5-6 Folgen lang sein wird, wo wir die Demo einfach mal durchmachen und vielleicht fasziniert euch das Spiel ja genauso wie mich. Ich jedenfalls habe schon ein bisschen einen Narren dran gefressen und freue mich sehr auf 2032, Anfang 2032 hoffentlich. Wenn das rauskommt, da werde ich sicherlich einige Stunden drin versenken. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf euren Schlachtfeldern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Pferdzeug, Servus.